herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Das hier ist der dritte Teil von diesem wunderschönen Junk Journal Notizbuch. Mehr Notizbuch als Junk Journal. Momentan sieht es immer noch so ein bisschen aus, als hätten wir hier eine schöne Mülltüte verarbeitet. Nein, es ist tatsächlich Seidenpapier. In diesem dritten Teil wollen wir einfach das Cover noch schön machen und mit dem Inhalt anfangen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, macht das gerne. Ich freue mich. Und ich freue mich auch über eure Kommentare. So, was habe ich jetzt in der Zwischenzeit gesucht? Also, für euch ist es jetzt ein paar Tage später, für mich ein paar Stunden. Das heißt, ich habe abends das letzte Video gedreht und jetzt ist morgens. Es ist, sag mal, trocken und elastisch. Man kann drauf fassen, es klebt nicht, es ist eindrückbar. Das heißt also, der Hardcode, der fehlt noch. Ich möchte allerdings erstmal hier die Metallelemente platzieren und mir überlegen, wo werde ich sie hinsetzen, bevor wir danach mit dem Gilding Wax arbeiten. So, also was will ich haben? Jetzt muss ich erstmal meine rollende Unterlage hier verschwinden lassen. Ich möchte auf jeden Fall hier einen Labelhalter haben. Ich habe mir auch überlegt, dass ich den nicht in das Blau reinsetze, sondern tatsächlich über die Herzchen. Erstmal liegt er da ein bisschen glatter auf. Man kann leichter einfach ein Zettelchen reinschieben. Weil wenn das hier in dem Rubbeligen liegt, zack, dann steht er erstmal ein Stück weiter ab. Und es ist viel schwieriger, da was reinzupacken. So, also das Herzchen wird hier wohnen. Was ich mit den Ösen mache, muss ich mir tatsächlich noch überlegen. Ich habe entweder die Möglichkeit, die Schräubchen, die dazu gehören, zu kürzen, weil andernfalls kommen sie nämlich durch. Oder ich setze hier einfach kleine Perlen oder Glitzersteine drauf. Das überlege ich mir noch. So, was habe ich jetzt in der Zwischenzeit noch gefunden? Weil ich finde so ein bisschen, ja, das Metallteil alleine ist irgendwie langweilig. Die Ecken dazu machen das Ganze schon interessanter. Die habe ich hier nämlich auch. Schwuppdiwupp. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ja, sieht ganz gut aus. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Filigree. Das habe ich auch bei Funkelkram gefunden. Und ja, das werde ich hier irgendwie auf diese Seite setzen. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht so Hälfte, Hälfte. Da muss ich mal ein bisschen hin und her schieben. Was ich noch gefunden habe, und da hatte ich neulich mal so eine Restepackung von kleinen Elementen gekauft. Von jemandem, der einfach welche über hatte. Das Unendlichkeitszeichen passt einfach sehr schön zu der möglichen Thematik von dem Buch. Also mögliche Thematik. Diejenigen, die die ersten Videos nicht geschaut haben, dieses Buch ist für meine Cousine und Familie, das zweite Kind bekommen. Und im schönsten Fall nutzen sie das natürlich, um Notizen zu ihrem kleinen Nachwuchs zu machen. Schauen wir mal. So, dieses Unendlichkeitszeichen würde ich jetzt hier irgendwo mit reinpacken. Das sieht dann ein bisschen unscheinbar an der Stelle aus. Ich habe den Plan, dass ich dort einen hellen Fleck konstruiere. Also einen hellen Fleck, ja, vielleicht nicht unbedingt mit dem Bronze, weil wenn man sich das mal so anguckt, das ist sehr ähnlich. Da würde ich dann tatsächlich mal einen Klatschen Silber hinmachen und das dann da so reinsetzen. So, das heißt auch, dass man in diesem ganzen Bereich, da wo man das haben möchte, dieses Rubbelige ein bisschen platt drücken kann. Da würde ich das dann so reinsetzen. Noch klebt es nicht, ich kann es ein bisschen andrücken, das sinkt ein, aber bleibt nicht kleben. Was ich noch gefunden habe, ist dieser Anker, dieser Anhänger. Und den werde ich hier als Lesezeichen mit reinsetzen. Das heißt, wir müssen hier auch ein paar Löcher in dieses Buch packen, um ein Lesezeichen anhängen zu können. Was noch dazu kommt, das habe ich euch bis jetzt noch nicht erzählt. Ich werde dann eine sichtbare Bindung machen mit so einem groben Juteband. Also ich finde einfach so dieses Thema Anker, also das werde ich auch an die Innenseite machen. Und blau und das Ganze auch fröhlich zu gestalten. Das passt total zu so einem gröberen Juteband. Dementsprechend darf das jetzt hier auch gleich mitspielen. So, jetzt haben wir verschiedene Themen, die wir jetzt hier regeln wollen und müssen. Einmal die Metallteile, wie setzen wir die? Das Ding hat jetzt irgendwie einen Wohnort, also mir gefällt das da ganz gut. Es geht noch farblich ein wenig unter, aber das werde ich ja ändern. Ja, kann ich euch natürlich fragen, wie ihr das findet. Ist natürlich witzlos, weil wenn das Video rauskommt, klebt das fest. Und ihr könnt mir zwar antworten, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich finde das nämlich da sehr schön. Also wenn das so ein Übergang von Blau zu
Herzchen kommt und so Augenintegral. Sieht gut aus. Gefällt mir. Wenn ihr mit Buchecken arbeitet, die sind meistens sehr schmal. Wenn man hier was aufträgt auf die, sag mal, Ecken, also was draufklebt, dann sind die zu schmal. Ich gehe dann immer mit der Zange rein, mit dem dicken Teil und ihr seht's, hol mir die so ein bisschen, zieh mir die so ein bisschen auf, um dann ja, vielleicht auch mal die Zange ein bisschen zu drehen, damit man das wirklich über die Ecke stecken kann. Weil Leute, kriegt ihr das nur irgendwie so halb drauf gesteckt, sieht das total bescheiden aus. Wenn man das, sag mal, ja, wenn das so absteht, ne, das soll ein Teil des Buches werden und es verlängert nicht die Buchecke, es ist einfach die Buchecke. So. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jetzt habe ich natürlich einen entscheidenden Fehler heute Morgen gemacht und habe mir keinen Kaffee mit nach oben genommen. So ein Ärger. Nun gut, dann ist das ein Samstagmorgen ohne Kaffee. Zweite Ecke aufgepuzzelt. Dritte Ecke aufgepuzzelt. Ne, vierte ist jetzt. Eine hatte ich ja schon. Und das Schöne an diesen Buchecken ist, ihr seht ja, die sind auch hier offen. Also man kann sie, wenn die Papierbuchecken nicht richtig rechtwinklig sind, kann man sie ein bisschen aufbiegen oder auch wieder zubiegen. Und diese kleinen, sag mal, Flügel stehen da ja, kann man sich dann einfach wirklich um das Buch schmiegen. Schmeiß weg. So. Das heißt, hier habe ich mein ganzes Metall jetzt vorbereitet. Und ich muss sagen, mir gefällt das auch an der Stelle. Ja, es verdeckt einige Herzchen, aber mein Gott, wir haben noch mehr. Shit happens. So, den Anker kann ich erstmal beiseite legen. Das ist der Teil, den ich jetzt einmal wirklich anlegen wollte und andrücken, weil wenn wir jetzt nämlich gleich mit dem Gilding Wax hier arbeiten und danach mit dem Mod Podge Hardcode, nee, verdammt falsch, das hier, Mod Podge Hardcode, danach erst würde ich die Sachen draufkleben. Nur, wenn die Plätze nicht vorbereitet sind, also der Platz ist nicht platt gedrückt, oder nicht, sag mal, ein bisschen markiert durch wirklich Anquetschen, dann hat man im Endeffekt das Problem, dass es dann viel weiter absteht, als man es eigentlich haben möchte. So. Ich glaube, ich habe das verständlich rübergebracht. Jetzt hatte ich ja gerade noch gesagt, wir bräuchten eigentlich hier noch so einen Silberstreif in dem ganzen Bronzegefüge. Den muss ich mir jetzt einmal holen. Aber ein guter Haushalt weiß immer, wo was ist. Und hier haben wir den Silber. Da werde ich jetzt Folgendes machen, und das ist wichtig, weil man einfach, wenn man mit zwei Gilding Wax Farben arbeitet, das auch gerne mal irgendwie zusammenschmiert. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Finger hier rein. Danach mache ich mir meinen Finger sehr gut wieder sauber, damit, ja, damit ich nicht das Bronze dann ein bisschen mit dem Silber vermenge, das sieht dann irgendwie echt nicht schön aus. So, jetzt möchte ich einfach nur so ein bisschen diesen Bereich aufhellen, dem quasi so einen Schimmer geben. Und wir können das ja auch direkt reinlegen. Wir sollten es nur nicht da drin wenden, weil noch färbt das Gilding Wax etwas ab. So. So hatte ich das ja vor. Haben wir eine etwas erhellte Fläche, das finde ich ganz schick. Machen wir das Herzchen hier wieder zu. Und versuchen den Finger mal zu entsilbern. Ja, das hält jetzt wieder ein bisschen. So, und jetzt haben wir hier das schöne bronzefarbene. Und an diesem, mit diesem Buch, mit diesen ja, Wellen, Knittern, Knüdeln, wie auch immer. Wenn man da jetzt einfach nur so ein bisschen mit dem Finger drüber streicht, dann bekommt man nämlich diesen schönen Effekt. Eine weitere Variante, das hier so mal dieses krasse Blau so ein bisschen abzumildern, wäre jetzt natürlich mit dem weißen Gesso darüber zu gehen und das einfach so, sag mal, zu mattieren. Man nimmt den ganzen Teil der Farbkraft. Gesso ist mal durchscheinend. Je nachdem, wie dick man es halt aufträgt, kriegt man es halt matter oder weniger matt hin. Und dadurch würde man jetzt einmal dem Blau so die Strahlkraft nehmen. Will ich hier gar nicht machen. Bei anderen Projekten würde ich das tatsächlich sehr viel abmildern oder hätte natürlich von Anfang an eine andere Farbe hier genommen. Aber das hier soll ja so ein bisschen in Richtung
Lebensfreude, in Richtung Fröhlichkeit, Farbenfreude gehen. Und da darf man natürlich auch einfach mal eine krasse, knallige Blaufarbe nehmen. Finde ich jedenfalls. Und sag mal, wenn man das so ein bisschen in Richtung kleines Thema, also Thema für einen kleinen Jungen macht, oder für die Eltern eines kleinen Jungen, finde ich die Farbe fein. Bin mal gespannt, was mein Cousinchen dazu sagt. Und ja, wofür sie es denn letztendlich wirklich benutzt. Also ich werde jetzt auch nicht irgendwie aufs Thema Baby oder Kind hier so mal einrichten. Das soll sie dann schon selber machen. Es wird einfach ein schönes blaues oder so mal größtenteils blaues Notizbuch. Und auch das Thema mit den Ankern, das passt ganz gut, weil die liebe Familie auch ganz gerne segelt. Die haben schon Bezug zu Wasser und zu, ja, Wassersport. Dementsprechend passt das allemal. Also auch wenn man es jetzt, sag mal, nicht, sag mal, für die Doku von, weiß nicht, Kinderfotos, Kinderentwicklung, was auch immer, dass man das dafür nicht nimmt, dann hat es in diesem Haushalt hoffentlich einen schönen Sinn und Zweck. Einfach auch wegen der Farbe und der Thematik. Oder angedeuteten Thematik. Ne? Also ist ja nicht alles gleich, wenn man irgendwo einen Anker drauf klatscht, ist ja nicht alles gleich Wassersport. Oder Junge oder was weiß ich. Also da muss man mal nicht so in Schubladen denken. Nun denn. So, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal was vorstellen. Darunter, wie es wird. Also es darf jetzt auch gleich trocknen. Also ich weiß gar nicht, ob man da bei Gilding Wax wirklich von Trocknen spricht, aber auf jeden Fall härtet das dann aus. Organisiert sich hier das Gilding Wax auf das Werkstück drauf, und dann lässt man das einfach mal für eine Stunde in Ruhe. Das heißt, innerhalb der nächsten Stunde werde ich hier natürlich andere Sachen machen und nicht an dem Buch hier rumarbeiten, weil sonst verschmiere ich mir mein Gilding Wax, was jetzt für die Oberfläche gar nicht so schlimm wäre, weil die Grundfarbe bleiben würde. Aber ich habe dann überall Gilding Wax. Das Zeug ist tatsächlich recht hartnäckig und würde mir ja wahrscheinlich einige Werkstoffe ein bisschen versauen. Deswegen machen wir nämlich diesen Arbeitsschritt hier zu Ende. Dann lege ich es erstmal beiseite und widme mich anderen Arbeitsschritten. In der Zwischenzeit sollte ich mir allerdings die Hände waschen, weil sonst habe ich nämlich weiterhin das Gilding Wax am Finger. Und auch wenn man das richtig gut abgerollt hat, ein bisschen geht immer noch ab. Aber das ist ein echt cooles Zeug. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich damit arbeiten darf. Und ich fand das so spannend, als ich angefangen habe, Material zu sammeln und habe dann der Pam von The Paper Outpost zugeschaut, wie sie was macht, und ich sprach dann von Gilding Wax. Dann habe ich auch deutsche Videos geschaut. Habe dann auch Luise Heinzel und Jutta getroffen, gefunden. Die Videos von denen, natürlich weitere, sprachen alle von Gilding Wax, und ich habe das einfach mal blöd gesucht und habe total viel Schrott gefunden, muss ich sagen. Bis ich dann auf so einschlägige Bastelläden gestoßen bin. Und unter anderem auch Funke-Kram und weitere, die dann wirklich das Gilding Wax auch als Gilding Wax findbar hatten. Also wenn man mal so bei dem etwas unbeliebten, aber irgendwie doch beliebten Versandhaus mit A stöbert, dann findet man wirklich ganz viel komische Sachen. Nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann in den schönen Bastelläden gefunden, und ich würde sowieso empfehlen und regel das auch für mich so, dass ich entweder Sachen, sag mal, gebraucht übernehme. Das ist jetzt bei Gilding Wax ein bisschen schwierig. Oder aber auch in den, sag mal, kleinen Bastelläden stöber. Also klein im Vergleich zum großen A, ist alles klein. Aber in den, sag mal, privateren Sachen, wo jemand sich eine kleine Firma aufgebaut hat und nicht ein Mega-Imperium unterhält und seine Mitarbeiter schlecht behandelt und so. Das muss ja nicht sein, und das kann man sich auch sparen, weil es gibt super coole Sachen und super coole Läden, wo man, ja, die Materialien findet und wo man dann auch, wenn man mal nachfragt, auch einfach mal Hilfe und einen Tipp bekommt. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass man einfach wirklich, wenn man nicht alleine ist, man ist dann, wenn man dort einkauft und auch so in so Stempelläden, man ist dann so ein Teil der Community und nicht einfach nur irgendwie Kunde. Macht viel mehr Spaß so.
einkaufen und ja, irgendwie damit leben. Ne? Das ist nicht nur einkaufen und irgendwas machen, das ist irgendwie ein damit leben. So, jetzt versuche ich ja noch mit meine Buchfalten ein bisschen reinzukommen. Hat jemand den Fachbegriff für Buchfalten? Ich nehme ihn gerne. Und so, wenn jetzt hier was auf meinen, sag ich mal, Herzchenbereich kommt, der ist so, schon so schön versiegelt von dem Junk Journal Kleber, könnte ich jetzt noch ziemlich abwischen. Wenn ich jetzt hier mit Gilding Wax draufschmiere und das trocknen lasse, dann könnte das ganz vergessen, da irgendwas wieder runterzuholen. Außer natürlich rubbeln, aber dann macht man den Untergrund kaputt, das ist auch nicht schön. So, solange es aber noch nicht getrocknet ist oder nicht ausgehärtet ist, kann man das wunderbar machen. So sieht das dann im Endeffekt aus. Das gleiche werde ich innen auch noch tun, nur nicht jetzt, weil wenn ich das auf die andere Seite lege, habe ich überall Gilding Wax. Das heißt, ich hänge mir das jetzt hier erstmal zur Seite und ja, reinige mir die Pfötchen. Das ist eine super Idee. Ein silberner und ein bronzefarbener Finger. Und wichtig ist natürlich auch immer wieder das Gilding Wax zuzumachen. Es hält ewig und 3 Tage, wenn man es zumacht. So, ich glaube, das kann ich erstmal beiseite stellen. Als nächstes werde ich, und da werde ich euch jetzt mal nicht mitnehmen, weil das ist natürlich nicht so spannend, werde ich hier mein Papier nehmen. Das hat schon die richtige Größe, um direkt gefaltet zu werden. Und ich werde mir hier, ich denke mal, dass ich den M-Stanzer nehme, werde ich mir hier die Ecken abrunden. Und da ich hier einen ganzen Stapel Papier habe, mache ich mir jetzt schön Musik an und knipse die Ecken ab. Da lasse ich euch aber raus. Ihr werdet gleich das Ergebnis dazu sehen. So, ich habe da mal was vorbereitet. Also, wie gerade schon angekündigt, die Signaturen sind zurechtgeschnitten und abgerundet und die Cover ebenso. So, das heißt, wir kriegen jetzt alles fein in die Cover der Signaturen rein. Und sie sind schön und glatt. Das hat auch bedeutet, dass ich mit der Schneidemaschine die einzelnen Seiten immer ein bisschen eingekürzt habe, weil ihr seht ja auch hier, die liegen ja ineinander und werden dadurch, sag mal, müssten kürzer werden, beziehungsweise stehen einfach weiter raus. Und deswegen habe ich sie ein wenig gekürzt. So, jetzt kommt es hier zu einer Messaktion. Und zwar ist das ja so, dass wir, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier vernünftig sehen, ja, sieht ganz gut aus, dass wir die Signaturen einbinden wollen. Was ich hier gerne machen möchte, sind jeweils 4 Löcher in die Signaturen, um die dann in das Cover zu packen. So, wir haben hier einmal die Mitte suchen, 9,5 rechts, 9,5 links. So, könnt ihr das auch sehen. Und jetzt rücke ich hier ein ganz kleines bisschen ab, dass ich wirklich die Mitten treffe. Und möchte hier auf jeden Fall einen Punkt machen bei 7,5. Das erscheint mir ganz gut. Jeder Seite 7,5 ausmessen. So, und jetzt komme ich von der Mitte und ja, gehe nochmal auf 3 rechts und links. Das mache ich gleich mit beiden Signaturen. Und natürlich muss ich auch im Cover die gleichen Maße treffen. Das heißt, ich schreibe sie mir immer hin. 7,5 und 3. Dann weiß ich nämlich, wie weit gehe ich von der Mitte nach rechts und nach links, um dann diese Signaturbindung zu machen. So, jetzt hole ich mir das wieder alles schön zusammen, dass sie rechts und links wirklich fein sind. Dann habe ich hier dieses Crocodile Bit Bite Herzchen. Das funktioniert so, dass hier immer die kleine Lochung passiert. Damit kann man auch ösen, das werden wir nachher auch machen. Und dort die Öse fürs Lesezeichen reinsetzen. So, jetzt kommt ein Teil, den könnt ihr nicht so gut sehen. Dann müsst ihr jetzt einfach mal eine Runde mitlegen. Setze ich einmal das Loch bei 7,5. Einmal das Loch bei, na komm schon, 3.
So. Andere Seite genauso. Doch, 7,5. Und dann müsst ihr wirklich gucken, dass ihr den Knick trefft, sonst ist eure Signatur ein bisschen schief. Ja, das sieht, eigentlich sieht es keiner, aber derjenige, der es gebaut und gebastelt hat, der sieht es auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr euch selber nicht in den Wahnsinn treiben wollt, macht es so, dass eure, ja, eure Lochung wirklich im Knick ist. Heißt auch, zum Lochen müsst ihr den Knick ein bisschen auffalten, weil sonst kriegt ihr das nicht hin, das in den Knick zu lochen und nicht rechts oder links davon. So, gehen wir hier mal wieder los. 9,5, 9,5, ein bisschen abrücken, dass man wirklich in den Knick den Punkt machen kann. Und 7,5, 3, 3 und ups, 7,5. Wenn man sich da um ein Millimeterchen vertut, macht das gar nichts. Rechts oder links. Dadurch, dass wir das mit einem Juteband binden, ist das eh ein bisschen rustikaler. Allerdings ist sauberes Arbeiten natürlich schon schöner irgendwie. So, Loch Nummer 1 in den Knick, bitte. Vielen Dank. Das funktioniert. Also weit genug auffalten wieder, dass ihr nicht schon mal am Knick vorbeilocht. Also ihr seht es ja hier, ich bin direkt im Knick mit meiner Lochung und nicht weiter oben oder weiter unten, wenn man es so hält. Oder so rum hält natürlich rechts oder links. Das heißt, meine Seiten tanzen nicht, sondern bleiben schön an Ort und Stelle, wo ich sie hingepackt habe. Weiß nicht, wie furchtbar sich dieses Lochen bei euch anhört. Das werden wir gleich noch ein paar Mal mit dem Cover machen. So, ihr seht jetzt, der eine tanzt so ein ganz bisschen aus der Reihe. Das ist dann halt so. Gut, da haben wir jetzt erstmal die beiden Cover. Die lege ich jetzt zur Seite. Wenn ich jetzt ein Junk Journal machen würde, was ich richtig viel und großartig innen dekoriere, dann würde ich jetzt schon das Juteband einbinden, um dann es später ins Cover zu holen. Dadurch, dass wir das jetzt gleich machen, oder demnächst auf jeden Fall, lege ich die so zur Seite an irgendeinen Ort, wo ich sie nicht hin und her wuschel und schnappe mir jetzt erstmal das Cover wieder. So, wir haben ja schon gesagt, hier außen ist schick. Na, jetzt hat das Ding so eine Konsistenz, dass ich mir nicht mehr das bronzefarbene vom Finger, also mit dem Finger abrubbeln kann. Und nun habe ich ja noch gestern auch schon festgestellt, ist meine Innenseite nicht so schick, wie ich sie gerne hätte. So. Ich glaube allerdings, dass dieser Streifen hier zu schmal ist, um das so zu bedecken, wie ich das haben will. Das heißt, ich möchte, dass wir hier schon mal ein bisschen drin haben. Und möchte, dass das Blaue, also die Innencover hier, ja, also ich will das euch auch ein bisschen geknüttelt aufbringen. Es muss ja hier in den, ja, in die quasi Beuge rein. Mal kurz überlegen, kriege ich das vernünftig hin oder das dann kacke aus. Ja, andererseits bin ich ja auch Herr oder Frau davon, dass hier rechts oder links reinzuschieben oder rauszuschieben. Also das Gute ist, ich habe hier so viel rübergeklebt, dass ich das natürlich weit nach innen holen kann oder weit nach außen, je nachdem, wie es mir beliebt. Das heißt, dann nutze ich jetzt einfach mal diese großzügige Klebekraft, die ich da gestern fabriziert habe. Schneiden wir das oben ein bisschen gerade. Schneiden wir das unten ein bisschen gerade. Die Kanten rechts und links sieht man nicht mehr und auch oben und unten, die werden hier bisschen verschwimmen. Ne, also die werden hier so ein bisschen reingekrisselt. Wichtig ist, dass ich hier nach rechts und links relativ gut ja, die Breite hinbekomme. So, Zauberkraft und Klebestoff. Jetzt wollen wir wieder mal unser Tape hier einkleben. Was ich natürlich dann hier innen auch noch machen werde, und zwar bevor ich diese Teile hier reinpacke, ich werde hier drin natürlich auch noch eine Runde Gilding Wax verarbeiten. Jetzt machen wir hier wieder eine großzügige Kleberunde, damit einfach dieses ja, Inlay, Farbe, Buchrücken, nee, Buch,
Wie nennt man das denn? Buchrücken ist ja der Außenteil, ne? Da ist der Innenteil auch Buchrücken. Naja, Buchrücken-Innenseite. Tolles deutsches Wort. Damit auch die hier vernünftig aussieht. Wenn man so über die deutschen Worte nachdenkt, ist das schon, haben wir schon eine ziemlich abgefahrene Wortbildung. Da gibt es schon die schönsten Worte dieser Welt. Ja, manche werden ja tatsächlich auch im Ausland als Worte benutzt. So Rucksack, Kindergarten. Total cool. Ich mag Worte. So, jetzt haben wir hier das Geknüdelte. Ich bringe es jetzt erstmal ganz locker hier auf. Und wenn noch oben und unten was übersteht, noch ein bisschen abschneiden und vielleicht auch den Schnipsel nochmal wieder ankleben, wenn irgendwas hochsteht. Das tut gar nichts. Ja, auch rechts und links, wenn ich jetzt hier, ich sehe jetzt schon, dass hier so ein bisschen was hochstehen wird. Kein Problem, das schnappe ich mir dann gleich im Nachgang. Und gehe einfach einmal mit der mit dem Kleberpinsel drunter. So. Frau Varaya, du bist heute echt nicht geeignet zum Schneiden. Vielleicht sollte ich irgendwas Stumpfes machen, wie, keine Ahnung, hochfegen oder sowas. Naja. So, wichtig ist hier, den Rücken wirklich rein in die Mulde. Rein in die Vertiefung. Na, hier oben sehe ich schon, kommt ein bisschen hoch. Und möchte ein bisschen mehr Klebstoff bekommen. Kein Problem. So, weil das ist dann hier auch der sichtbare Teil, ne? Also wenn man die Signaturen hin und her schlägt, wird man nach oben und unten sehen. Und wenn da irgendwas absteht, sieht das natürlich denkbar doof aus. So, dementsprechend gehen wir jetzt hier richtig rein. Und erst wenn, sagen wir, diese ganzen Wölbungen hier gefüllt sind, Vertiefung, gefüllt mit Papier, dann erst gehe ich nach rechts und links. So, hier sehe ich schon, da wird was abstehen, weil das ein bisschen rüberkommt. Und dann geht man nach rechts und links und schiebt das einfach rüber. Ja, weil hier kommt es gar nicht so auf den Knittereffekt an, hier kommt es wirklich darauf an, dass wir die blau überdeckte oder das blaue überdeckte vernünftig hinbekommen. Weil auch wenn man das, ja, diese Innenkarte wird ja dann so hier drüber liegen. Ja, das heißt, ich möchte hier einfach auch das Blau dahinter haben, ein bisschen Gilding Wax drüber und fertig ist der Lack. So, jetzt mal hier oben eine kleine abstehen, das mache ich ein bisschen rund. Ups. Jetzt habe ich überall kleine blaue Schnipsel an mir. So, zusätzlich zu den kleinen blauen Schnipseln kommt hier noch die abstehende Kante hinzu, die ich hier irgendwie wieder reinbiegen. Und da kann man auch wirklich großzügig sein, weil im Endeffekt es verschwindet hinterher unter dem Innendeckel. So, anders mit Innendeckel. Soll nur einfach kleben, weil sonst löst sich nämlich auch der Innendeckel. Wenn hier irgendwas absteht und man da dann auch noch drüber klebt, dann ist natürlich das drüber geklebte, was auch absteht. Das ist eher ungünstig. So, der Schönheit wegen werde ich jetzt hier auch noch mal einmal mit dem Junk Journal Kleber rübergehen. Ihr habt ja auch gesehen, dass es außen immer schon ein bisschen versiegelt ist und ein bisschen glänzend oder glänzig. Ich werde das jetzt hier innen vermutlich nicht so mit dem Mod Podge bearbeiten, aber hier eine Runde, sag ich mal, Versiegelung sollte schon sein. Also Mod Podge ist ja wirklich, also das macht wirklich das super hart, also das Cover super hart, deswegen heißt es auch Hardcoat. Und widerstandsfähig und auch, sag mal, bedingt wasserfest. Ja, man sollte es echt nicht in die Badewanne fallen lassen, lasst das sein. Aber wenn ihr da jetzt, keine Ahnung, kippt ein Wasserglas um und es spritzt was aufs Buch, das Cover wird dadurch keinen Schaden nehmen. Wenn ihr das natürlich ins Buch kippt, dann werden die Seiten natürlich schaden. Klarer Fall.
Hier werden wir natürlich nicht versiegeln, sonst kann kein Mensch mehr draufschreiben. Dementsprechend ein bisschen Vorsicht und Umsicht mit dem Umgang, aber nicht wie ein rohes Ei behandeln. So, jetzt haben wir hier wieder was hochsteht. Da komme ich jetzt durch diese, wir versiegeln mal ein bisschen Arbeit auch nochmal dran, dass wenn ich jetzt hier hin und her pinsel, ne, dann kommen die Sachen hoch, die nicht richtig angeklebt sind. So. Auch hier in der Mitte werde ich so ein bisschen, also wieder, ich lasse die Knicke wieder aus, dass ich da nicht so viel Klebstoff drauf bringe, dass ich das Buch noch gut bewegen kann. Aber auch hier in der Mitte werde ich ein bisschen Versiegelung oder Junk Journal Kleber noch als Versiegelung benutzen. Und zwar bevor das Gilding Wax kommt. So. Ja, ihr seht es wieder, es ist weiß, aber der trocknet dann farblos, durchsichtig. Klar, leicht glänzig und das ist ja genau das, was wir hier gerade wollen. Deswegen eine super geile Idee, so einen Kleber zu entwickeln, der diese Konsistenz hat, klar trocknet und einen nicht ins Delirium schießt, weil man nicht diesen Lösungsmitteln ausgesetzt ist. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja. Also ich habe auch tatsächlich viele Papercraft-Sachen gemacht mit herkömmlichem Craft-Kleber. Einer Marke, die sehr gelb-schwarz ist. Klebt wunderbar, also hält wie Bombe. Allerdings, wenn man da 2 Stunden an so einem Papercraft-Viech gearbeitet hat, also ich habe Katze gemacht, Eule gemacht und so Kram, wenn man da 2 Stunden oder was dran gearbeitet hat, dann hat man doch tatsächlich eine leichte Bewusstseinsveränderung. Manche mag das toll finden, ich nicht so. Dementsprechend ein Hoch auf Klebstoff, der klebt, nicht das Papier manscht, das wird nicht wellig, oder minimal, ne? Also wenn man jetzt hier wirklich richtig dickes und dünnes Papier einstreicht, wird das natürlich ein ganz bisschen wellig. Das ist alles wirklich fein im guten Bereich. So, jetzt haben wir hier wieder den nächsten Streich, den wir trocknen lassen müssen. Zack. Innenseite fein. Buch zur Seite. Buch trocknet. Ich mache meinen Kleber zu. Ja, und in dem Sinne werde ich dieses Video jetzt hier beenden und werde im nächsten Video mit euch die Innenseiten machen. Ich werde mit euch die Signaturen einbinden und ich werde auch mit euch das Metall aufbringen. Ja, diverse Löcher werden da sein. Und dann wird das Buch soweit schon Form annehmen. Im besten Fall werde ich es im nächsten Video tatsächlich schaffen und auch das Buch komplett fertigstellen, weil ich habe noch so 1-2 Bellybands, 1-2 Taschen geplant. Da nehme ich euch gern mit. Ich habe noch nicht so ganz im Blick, ob das zeitlich richtig gut funktioniert, das dann noch in ein Video zu packen. Vielleicht werden es auch 2. Lasst euch überraschen, ihr werdet es im Endeffekt sehen. So, das war's erstmal bis hierhin. Ich wünsche euch eine schöne Bastelzeit. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch das nächste Video schaut. Abonniert gerne meinen Kanal, schickt mir Kommentare, liked und sagt mir auch gerne, wenn irgendwas total umständlich oder doof war. Her damit, ich freue mich drüber. Herzlichen Dank erstmal fürs Schauen und bis demnächst in diesem Kino.